Ja, ich habe so das Gefühl, die werden die Kita ziemlich wegbretzen. Müssen halt immer dran denken, die sind noch Level 1. Ja, alles Level 1er. Runensteine. Und ja, sogar unsere Holzfäller hier finden noch Holz. Wo ja bei der Holz jetzt nicht das eigentliche Problem ist. Hauptsächlich jetzt Lenia und noch ein bisschen Nahrung. Und ja, dass ich vorhin gestorben bin, also in der letzten Aufnahmesession, das war auch nicht gerade praktisch. So, noch zwei Totems, dann haben wir Maximum, was wir gerade haben können. In der Zwischenzeit sammeln sie Lenia. Sind halt gerade so die einzigen Linia-Vorräte. Oh, Linia kommt rein, Nahrung kommt auch rein. Dadurch, dass wir hier eine Fischerhütte mit mehr als ausreichend Fisch haben. Aber ja, das Nahrungslager ist definitiv zu weit weg. Hätten sie gerade den Keulenschnitz und das Nahrungslager vertauschen sollen, die Spielverderber. Ich denke aber mal, dadurch, dass wir hier ein Nahrungslager haben, was beliefert wird, kommen wir da über die Runden. Haben ja fast jetzt schon die ganze Nahrung und wir haben schon das Lenia, was wir brauchen. Und da ist die Nahrung auch schon. Mehr Units gehen ja auch gerade nicht wirklich. Ja. Das ist so immer irgendwie das Schöne am Anfang. Die Armeen sind noch klein und kompakt, wenn man noch nicht viele Gebäude hat. Oh, ach ja, Attributspunkte. Ich habe jetzt Level 5 erreicht. Das heißt, ich darf einmal noch. Ja, komm, bringen wir das Charisma auch auf 35. Und habe jetzt die Einser-Schritte. Also ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt. Und ein Punkt in Geschicklichkeit, dass wir etwas häufiger treffen. Haben wir so 10 Stufen lang. Was liegt an? So, gut. Die Units sind da. Ich sollte mir angewöhnen, hier öfter zu speichern. Clanbrüder zu mir! Kronenkrieger zu mir! Ein Gegenangriff, Clan! Anhalten, Männer! Hinterkommen! Kronenkrieger zu mir!
Standhalten, Männer! Sogar nur ein Verlust. Oh, Flintstahlpanzer. Der ist schön. Sobald ich ihn dann mal tragen kann. Oh, die Tür nach Norden ist offen. So, wo bin ich gerade? Da. Dann haben wir erstmal die beiden Gitarrspeer. Oh, Waldling. Neue Art von Gegner übrigens. Also so wie auch die großen bösen Kröten. Ja, die Gegner haben jetzt keine Chance mehr gerade eigentlich mit den Totems, die ich ausgebildet habe. Und auch die meisten normalen Gegner kriegen jetzt übelst auf die Plauze. Zu den Waffen! Okay, noch mehr Zeug. Standhalten, Männer! Für den Quart, vorwärts! Oh. Du bist nicht ich. Nicht zurückweichen! Wir werden angegriffen! So, ihr seid alle hinüber. Das heißt, wir können uns auf den Weg nach Norden machen. Und mal kurz nach Janinas Fluch gucken. Bringt Janina zu Setrios im Nordosten. Hulus Magie ist nicht stark, um Janina zu helfen. Aber er glaubt, dass Setrios Dunhans Bruder Janina helfen kann. Dieser befindet sich mit seinen Waldläufern im Nordosten des Dorfes. Ja, hier sind mehr Kriecher. Und diese Waldlinge. Die können etwas böser sein. Die sind nämlich schon Level 5. Drohnenkrieger zu mir! Ah ja, eigentlich, wenn genug Totem-Power drauf feuert, sollte das recht einfach gehen. Linien müssen halten! Hinterturm! Ein Gegenangriff! Ich rieche Blut! Clanbrüder zu mir! Für den Clan! Krieg! Wir werden angegriffen! Nicht zurückweichen! Da oben ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die von dem Waldling bewacht wird. Oh, das ist eine kleine Gruppe Kriecher hier. Drohnenkrieger zu mir! Die meinen es ernst! Ein Gegenangriff!
werden angegriffen. Die meinen es ernst. Tod den Feinden. So, der Heilzauber hat hoffentlich was gebracht. Krieg. Ein bisschen. Das heißt, wir haben Zugang zu der Kiste da oben. Mal gucken, ob wir hier schon was Schönes drin finden. Nichts, weil anstelle von Schlüsseln und Löchern sind diese Truhe drei seltsam geformte, faustgroße Mulden eingelassen. Okay. Also, diese Kiste ist noch geschlossen für uns. Zwischendurch mal wieder speichern. Jetzt geht's ja eigentlich gerade, weil wir haben eine schlagkräftige Armee. Zu den Waffen! Vorsicht, Gegner! Mal gucken, wie kommen wir da rüber? Hier an der Seite. Ah ja, da an der Seite. Wir werden angegriffen. Ein Gegenangriff! Okay. Da sind noch einiges mehr Waldlinge. Also ja, Urgot hat seine eigenen Abscheulichkeiten bereit für uns. Ich meine, in Order of Dawn war das Einzige, was wir in Urgot so gegen uns hatten, im atmenden Wald, die Kita. Und nebenbei, was ich verdammt lange vergessen habe und hier eigentlich auch nicht so wirklich drauf geachtet habe. Rostende Waffen und Wasser in den Stiefeln. Dieser Sumpf schlägt mir langsam auf das Gemüt. Du findest auch immer etwas zu mir, Mann. Ist, ja, der Gottstein hier. Soll ich zugeben, ich habe gerade keine Ahnung, was sein könnte. Oh, die große Truhe. Kriecher, Kriecher, Kriecher. Und ein Waldling. Nicht zurückweichen! Tod den Feinden! Nicht zurückweichen! Was liegt an? Okay, die sind alle hinüber. Oh, ich habe Schwäche auf mich. Clanbrüder zu mir! Nicht zurückweichen! Eine Waldspinne ist da auch noch. Eulenmacher, ja. Schön. Okay.
Das heißt, wieder zurück hier auf die Straße, Bäume umboxen, gucken, was hier unten im Tal ist.